Erstmals seit dem Krieg haben wir auch in den reichen Ländern bei vielen, vielen Gütern wirklich wieder Knappheit. Sind das nur die Spätfolgen von Covid-19 und Lieferkettenprobleme oder steckt da mehr dahinter? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Bei allem Leiden an der Pandemie. Aber überlegen Sie mal, wie schön letztes Jahr Weihnachten doch war. Der Gabentisch war voll und die Schwiegermutter war weit, weit weg. Wenn wir Pech haben, läuft es dieses Jahr genau umgekehrt. Die Verwandten hocken alle wieder da in der eiskalten Bude, weil Heizen ist ja so teuer geworden. Und es gibt ja auch keine Lockdowns mehr dieses Jahr. Das war ja das allererste und einzige Versprechen der künftigen Ampelkoalition auch. Und dann liegt dieses Jahr aber auch noch so gut wie nichts mehr unterm Weihnachtsbaum, denn es gibt nichts mehr. Am Anfang hat es noch geheißen, okay, Halbleiter, das ist zurzeit alles ein bisschen knapp, also es wird wahrscheinlich eng bei irgendwelchen Smartphones oder bei irgendwelchen Spielkonsolen. Aber das ist inzwischen gar nicht mehr das Thema oder es ist nur noch ein Randthema. Wir reden ja inzwischen auch über Fahrräder, die ausgehen, über Papierknappheit und damit auch Bücherknappheit sozusagen. Wir reden über Jacken, über Schuhe, Wein, Geschirrspüler. IKEA gehen die Billigregale aus. Und noch nicht mal eine Weihnachtsgans gibt es dieses Jahr. Die sind anscheinend auch schon alle weg, wie hier die Welt berichtet. Und wenn Sie Ihrer Frau wie jedes Jahr traditionell immer den neuesten Porsche Cayenne schenken wollen, ich kenne ja meine Zuschauer hier, das können Sie dieses Jahr auch vergessen. Alles ist plötzlich irgendwie knapp. Und ja, das ist schon merkwürdig, das Ganze, vor allem weil man dann eben auch immer wieder hört, das ist eine Folge der Pandemie jetzt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also in diesem allerersten Corona-Schock, da ganz am Anfang, als es plötzlich Kontaktverbote gegeben hat, Einreiseverbote, als vieles einfach dicht gemacht hat, auch ich habe mal damals schon gedacht, naja, ob unser System mit seinen ganzen kompletten Lieferketten das wohl verkraftet. Und es hat dann ja auch kurz Knappheiten gegeben bei ein paar Sachen, also Toilettenpapier, Nudeln, Hefe interessanterweise, Sie erinnern sich, weil das die Leute aber auch gehortet haben. Aber alles in allem hat das damals, würde ich sagen, doch erstaunlich gut funktioniert bei fast allem. Und im Mai war dann sogar der Spargel wieder auf dem Tisch und im Sommer war das Grillfleisch auf dem Grill Staatsziel Nummer 1, weil sonst wären die Leute komplett durchgedreht. Oder haben Sie seitdem noch irgendwas gehört, dass man irgendwas noch unternommen hätte über die skandalösen Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen? Genauso wenig wie es seitdem nennenswerte Lohnerhöhungen gegeben hat für Krankenpfleger, Krankenschwestern, Altenpflegern, die viel besungenen Helden unserer Pandemie, ja eigentlich. Intensivstationen, Pflegeheime, Schlachthöfe, das ist der Wesenskern im Zeitalter der Empathie in dieser Reihenfolge. Und es sind alles auch wunderbare Beispiele dafür, was die ganze Aufregung, die man eine Zeit lang hat, am Ende bringt, nämlich gar nichts. Aber trotzdem, es hat eben damals viel funktioniert und die Versorgung und die globalen Lieferketten, die haben auch sehr gut funktioniert. Nur jetzt, wo sich ja viel normalisiert hat im Grunde und wo sich die Unternehmen ja auch alle anpassen konnten an die Situation, jetzt ist plötzlich Chaos. Und man hört jetzt oft, ja, das ist diese starke Nachfrageerholung, die viele Anbieter überrascht hat. Und zum Teil verstehe ich es ja auch. Also ich verstehe auch, wenn zum Beispiel der Weihnachtsganszüchter sagt, ja, letztes Jahr wollte keiner Weihnachtsgänse haben und da war ich dieses Jahr lieber vorsichtig und habe dieses Jahr lieber weniger gezüchtet und deswegen sind jetzt auch schon alle weg. Das ist nachvollziehbar in Teilen. Aber erklärt das wirklich dieses ganze Chaos?
Es hat seit dem Zweiten Weltkrieg keine Konjunkturerholung nach einer Wirtschaftskrise gegeben, die wirklich einhergegangen wäre mit einer richtigen Angebotsknappheit flächendeckend, sondern im Gegenteil, die Produzenten waren bis jetzt immer froh, dass sie wieder liefern konnten, dass sie ihre Kapazitäten wieder auslasten konnten. Nur diesmal anscheinend nicht. Und das erzeugt jetzt ja auch Preisdruck und es erzeugt Inflation und darum müssen wir irgendwie versuchen herauszukriegen, woran das liegt. Weil wir ja als Anleger auch wissen sollten, haben wir da jetzt nur Anpassungsprobleme kurzfristig, die bald wieder nachlassen und die dann auch die Inflation vielleicht wieder zurückgehen lassen, damit dann ja auch Druck nehmen würden von den Notenbanken. Oder haben wir jetzt wirklich auch nachhaltigen strukturellen Preisdruck und zwar von der Angebotsseite her? Aber das ist sehr knifflig, das Ganze. Nachvollziehbar halbwegs ist das Ganze ja noch bei den Halbleitern. Also haben wir gehabt Nachfrageeinbruch aus dem Autosektor in der Krise natürlich, dafür dann plötzlich aber einen Boom bei so Sachen wie Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, was man eben so braucht im Homeoffice und im Lockdown, Bitcoins, Schürfmaschinen natürlich, Haushaltsgrundausstattung mittlerweile. Und darum haben die dann eben die Produktion umgeschichtet vom Autosektor in den Elektroniksektor und dann kommt der Autosektor aber plötzlich auch wieder zurück. Dann gibt es natürlich erstmal zu wenig Chips und dann bricht die Panik aus. Jeder bestellt wie blöd, ist auch nicht viel anders, als wir es gesehen haben beim Toilettenpapier damals. Also eigentlich irrational das Ganze. Aber es kann sich natürlich auf der anderen Seite kein Autobauer leisten, dass er ein ganzes Auto nicht herstellen kann wegen ein paar Halbleitern. Und dann brennt auch noch eine Fabrik irgendwo in Japan und schon ist Knappheit da. Wann es wieder besser wird, das ist hoch umstritten im Moment. Also die einen sagen, wird vielleicht schon Anfang nächstes Jahr wieder besser. Es gibt aber auch andere, die sagen, das kann sich noch weit hinziehen bis ins Jahr 2023. Es gibt viele, vor allem in den USA, die sagen, so geht's nicht weiter. Wir müssen die Produktion von solchen strategischen Produkten zurückholen ins eigene Land. Die Globalisierung ist ein Fehler. Aber die übersehen, dass das Ganze jahrzehntelang gut funktioniert hat eigentlich. Und das, was jetzt passiert ist, und zwar schon vor der Corona-Krise, das war ja eigentlich ein gewisser Rückbau der Globalisierung, eine Desintegration, vor allem zwischen den USA und China, die zwei größten Volkswirtschaften der Welt. Hier ein Artikel im Economist von Mitte 2019. Die Globalisierung ist tot und wir müssen eine neue Weltordnung entwickeln. So war damals schon die Stimmung. Und wenn das die Stimmung ist, dass sich die Wirtschaftsblöcke abgrenzen und wenn Produkte, speziell eben auch Halbleiter, auch benutzt werden als Druckmittel, dass man sagt, so wie die USA, wenn uns was nicht passt, was ihr macht, dann schneiden wir euch einfach von der Halbleiterversorgung ab. So war es ja. Dass das den ganzen Sektor natürlich auch verunsichert, wenn man nicht weiß, wen darf ich denn nächste Woche überhaupt noch beliefern. Und dass sowas dann natürlich auch zu Investitionszurückhaltung führt in diesem Sektor. Das ist meiner Meinung nach klar und ich bin mir fast auch sicher, dass auch das eine große Rolle spielt momentan daran, dass wir zu niedrige Kapazitäten haben in dem Sektor. Nur darüber redet eigentlich fast keiner über die Geschichte. Inzwischen wird massiv wieder investiert natürlich in Halbleiterproduktion. Es ist darum auch kein einfacher Sektor jetzt für einen Anleger, weil wir schon uns denken können, dass die Preise für Halbleiter auch irgendwann jetzt mal wieder fallen werden. Wo wir aber eine Sondersituation haben im Moment, das ist China. China hat 2020 Halbleiter importiert für 350 Milliarden Dollar, hat dafür mehr ausgegeben als für Erdöl. Es ist unglaublich abhängig von Halbleitern und diese Möglichkeit, dass China da jetzt auch abgeschnitten werden könnte von Halbleiterimporten, das hat die höchst alarmiert und die investieren jetzt irrwitzige Summen in Halbleiterforschung und in den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie. Und zu diesem Sektor, dem chinesischen Halbleitersektor, da kriegen Sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report.
auch mit ein paar Aktien. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, was da gerade passiert im chinesischen Halbleitersektor. Und Sie wissen, die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich ein dafür schnell noch auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal in dem Beitrag und unter dem Beitrag. Was auch noch dazu kommt im Halbleitersektor, die Produktion von Halbleitern, die ist sehr, sehr teuer. Also man muss da viel investieren. Und viele Halbleiterfirmen, die haben dann eben auch gesagt, na, ist für uns uninteressant. Die waren lieber nur Chip-Entwickler, haben die Produktion ausgelagert. Fast 70% von allen Halbleitern weltweit werden hergestellt von nur zwei Firmen, beide aus Asien, Taiwan Semiconductor und Samsung. Und bei manchen Chips sind die ja fast schon Monopolisten. Aber sie haben eben auch das Geld in die Hand genommen und sie waren eben auch bereit, dieses Risiko zu tragen. Das Risiko, das kein anderer haben wollte. Standard-Halbleiter sind ein harter Markt. Und das ist aber symptomatisch auch für ganz viele Märkte. Die Konzerne und Investoren, Finanzinvestoren, die finden die nicht mehr interessant. Und es ist flächendeckend zu wenig investiert worden da, und zwar schon seit Jahren. Und es gibt eine sehr interessante These von Jeff Currie, das ist der Chefanalyst für Rohstoffe bei Goldman Sachs. Der sagt, es ist abwegig seiner Meinung nach, dass die ganzen Engpässe, die wir haben und die steigenden Gaspreise auch und die steigenden Strompreise in China und all diese Dinge, dass man das es einfach zurückführt auf Covid-19. Der eigentliche Grund sei, der Finanzsektor und die Investoren, die hätten sich jahrelang fixiert, fast ausschließlich auf den Technologiesektor. Da gab es Wachstum, da konnte man schnelles Geld verdienen. Und breite Bereiche der Old Economy, die hat man dafür aber schwer vernachlässigt. Und die Knappheit jetzt in vielen Bereichen, das ist dafür die Rache. Die Rache der Old Economy. Und wir wissen alle, wie es gelaufen ist und was die letzten Jahre interessant war für die Investoren. Das ist eine Grafik aus der Financial Times, eben aus einem Beitrag von Jeff Currie. Aktien aus der New Economy, Technologie, E-Commerce, alternative Energien und Fahrzeuge und im Vergleich dazu blau die langweilige Old Economy inklusive Öl und Rohstoffe. Und spätestens 2014, 2015, als die Rohstoffe dann wirklich im Keller waren und als es in China dann auch noch den Aktienmarkt-Crash gegeben hat, da sind die Investitionen da so zurückgegangen, dass man es jetzt kaum noch aufhalten kann, sagt er, und da ist jetzt Knappheit unvermeidbar. Er ist natürlich ein Rohstoffanalyst, er ist auch einer von denen, die jetzt mit dem großen Rohstoff-Superzyklus rechnen, weil er auch sagt, wenn wir jetzt nicht deutlich höhere Rohstoffpreise kriegen, und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg auch, dann wird der Sektor nie und nimmer so viel Geld investieren in die Erschließung von neuen Rohstoffen, wie nötig wäre, damit in Zukunft noch Rohstoffe da sind. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Es gibt auch Gegenargumente für die These. Ich verweise da auch auf mein Video vom 4. Oktober. Da geht es ausschließlich um Rohstoffe. Aber trotzdem ist es natürlich hochinteressant. Und wir sehen ja in vielen Bereichen, dass China zum Beispiel Kohleminen geschlossen hat, da nicht mehr investieren wollte die letzten Jahre. Und dann war Kohle plötzlich knapp und es hat Stromausfälle gegeben. Oder auch Kupfer, wo es ja einen breiten Konsens gibt unter Analysten, dass wir da ein Angebotdefizit kriegen werden, höchstwahrscheinlich. Oder Gas, da verweise ich auf mein Video zu Gazprom und Petrobras neulich, wo die deutschen Gaskäufer ja damals Gazprom dazu verpflichtet haben, als die Gaspreise niedrig waren, dass sie den größten Teil von ihrem Gas nicht mehr zu Festpreisen verkaufen, sondern zu den Spotpreisen am Markt. Tja, und dann sind die Preise aber explodiert. Oder die Problematik in dem ganzen fossilen Sektor ja auch, also der ja konkret auch jetzt vor dem Problem steht, wie viel soll man denn noch investieren in die Erschließung von Öl und Gas zum Beispiel, wenn man nicht wirklich weiß, ob das noch eine Zukunft hat angesichts der Klimaschutzpolitik, die ja schwer berechenbar ist auch. Also das wird auch sehr, sehr spannend noch die nächsten Jahre.
Und nehmen Sie die Kali-Düngerpreise zum Beispiel, hat jahrelang keiner angefasst, jetzt explodieren sie. Und wir sehen es aber auch in ganz anderen Bereichen. Also nehmen Sie die Frachtschifffahrt zum Beispiel, auch Old Economy, auch harter Wettbewerbsdruck. Und Fracht ist ja immer billiger geworden da. Und jeder Anleger hat gesagt, Finger weg von dieser Branche. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir plötzlich wieder exorbitante Frachtkosten, Containerfrachtkosten und auch Flaschenhälse, also Häfen, die nicht mehr hinterherkommen, die aber auch zum Teil für die großen Schiffe, die es jetzt gibt, gar nicht mehr ausgelegt sind, auch weil man auch da zu wenig investiert hat. Und dann muss bloß noch auch noch ein einziges Schiff sich blöd verklemmen im Suezkanal. Die ganze jahrelange Corona-Krise hat es nicht geschafft, den Welthandel klein zu kriegen, aber die Ever Given, die hat ihn schnell mal ausgeknipst. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, beim nächsten wichtigen Punkt: Vernetzung, Digitalisierung, die digitale Erfassung auch von alles und allem. Ist super toll, ich weiß. Ich weiß auch, dass das wichtig ist, dass es auch viel ermöglicht. Es macht uns aber auch zu sorglos, gerade was Lieferketten betrifft. Und die Unternehmen, die setzen ja immens auf Digitalisierung und das hat natürlich auch eine Effizienz ermöglicht, die undenkbar war früher. Just-in-Time-Produktion, Verlagerung auch der Lagerhaltung auf die Straße und solche Dinge. Ich würde aber behaupten, dass da einfach auch ein fatales und falsches Sicherheitsgefühl entstanden ist. Weil man auch von allem in der Welt hauptsächlich nur noch den digitalen Aspekt sieht und den Datenaspekt und vieles andere eben nicht mehr. Mal ganz abgesehen davon, dass sich dadurch natürlich auch die Komplexität von allem wahnsinnig erhöht hat. Und vor der Digitalisierungswelle, da haben wir noch Flughäfen bauen können, jetzt können wir es nicht mehr. Und es bringt mir aber leider gar nichts, dass ich meinen Container aus Indonesien tracken kann in Echtzeit, wenn er mir unterwegs irgendwo absäuft. Und es ist ja schön, dass wir von jedem Brokkoli aus Ecuador, bis er dann bei Rewe im Kühlregal liegt, den Lebenslauf besser kennen als den von Annalena Baerbock. Aber wir können uns nicht alle immer gegenseitig nur unsere Daten auswerten, ständig und unsere Prozesse optimieren, sondern es muss auch noch Prozesse geben und irgendwer auf der Welt muss auch noch produzieren. Also irgendwer muss unseren Brokkoli noch produzieren und unseren Kaffee und unsere Baumwolle und Öl und Strom und alles. Die realen Dinge, die reale Produktion und die reale Welt, das ist genau die Welt, die von den Märkten und von den Investoren entwertet worden ist und vernachlässigt worden ist. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt nicht, dass Technologiesektor, Technologieaktien, dass das alles Mist ist. Ist natürlich nicht so. Aber es ist durchaus, glaube ich, eine Schieflage entstanden und ich bin mir auch sicher, dass auch das viel zu tun hat mit der ganzen Knappheit und dem ganzen Chaos, das wir gerade haben. Wir haben starke Schieflagen, wir haben starke Verzerrungen, nicht nur durch die Notenbankenpolitik und nicht nur durch staatliche Eingriffe in die Märkte, sondern eben auch durch das Verhalten der Finanzmärkte und durch die Vorlieben der Finanzmärkte. Und darum spüren wir eben jetzt auch die Rache der vernachlässigten Old Economy. Und dazu gibt es noch viel zu sagen, werde ich in Zukunft sicherlich auch noch machen. Ich muss aber sicherlich nicht betonen, dass das alles jetzt nicht unbedingt ein Grund ist, dass wir traurig sind als Anleger, sondern gerade daraus entstehen immer wieder eben auch Chancen in den Sektoren, die verkannt sind und die vernachlässigt sind. Die leiden jahrelang an der Börse, aber irgendwann ist dann doch zu viel und plötzlich und völlig überraschend ziehen sie dann wieder stark an. Das ist jetzt kein Börsengesetz oder so, aber wir sehen es trotzdem immer wieder. So wie dieses Jahr eben zum Beispiel bei Öl, Frachtschifffahrt, Mineraldünger und so weiter. Gut, das war jetzt eher ein Grundsatzbeitrag, so ein bisschen. Vielen Dank, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Ich weiß auch, Sie müssen jetzt los, Sie müssen jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen, weil Sie sonst ja auch nichts mehr kriegen. Und umgekehrt, ein kleiner Tipp an all die, die vielleicht selber noch was produzieren, also Marmelade zum Beispiel oder handgeschnitzte Seifenspender oder sowas.
Versuchen Sie irgendwie dieses Jahr das Gerücht in die Welt zu setzen, dass Ihr Produkt jetzt knapp wird. Und Sie werden sehen, das geht weg wie warme Semmeln. Und genauso ist es ja auch bei unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Die verschicken wir ja per Mail. Und ganz ehrlich gesagt, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es diesmal für alle reicht. Also auch Datenvolumen ist ja extrem knapp dieses Jahr. Und wir haben uns gerade noch mal ein Kontingent sichern können, ein ganz, ganz kleines aus Nordkorea. Also sicherheitshalber doch lieber jetzt gleich dafür eintragen noch auf www.zukunfts-märkte.de. Dann klappt es vielleicht. Nächste Woche Aktien da aus dem chinesischen Halbleitersektor. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.